Wurst kann man nicht übergehen lassen, also über sich ergehen lassen. Und wo ist diese Passivität auch sichtbar? In der Allgemeinbildung. Schaut euch einmal diese ganzen Millionen-Quiz-Shows an. Du brauchst heutzutage über, auf eine Frage keine aktive Antwort mehr wissen. Es genügt, wenn du da aussuchst, Multiple Choice heißt das, gell? Aus mehreren Antworten. Und da kannst du entweder erraten oder erzocken. Und bereits öffentliche Dokumente macht man auch mit Multiple Choice Führerschein. Also wenn du ein Kind hast, kannst du auch heutzutage einen Führerschein erzocken. Ja, ist so. Ja, mein Nachbar zum Beispiel, der hat sich die Heiratsurkunde erzockt. Seit wann gab es das? Ja, der Wurscht, da haben sie erstmalig dieses Chappell-Device-System angemacht. Nein, Choice heißt das. Und da haben sie drei Antworten hingesetzt, also drei Frauen, und dann hat er mir eine Antwort gegeben und dann hat er sich verzockt. Und kein Joker mehr gehabt, die Schwiegermutter oder was? Nein, Schwiegermutter war nicht da. Sie verzockt, ja. Wenn ich dich anschaue, wo ist der, deine Frau kommt, wo hat sie auch ein bisschen verzockt? He? Meine Frau, die hat sich gar nicht verzocken können, weil ich mich auf der Bank so brav gemacht, dass keiner mehr Platz gehabt hat. Das war die einzige Antwort. Es gibt Gott sei Dank eine Studie, die besagt, dass ein Kabarettpublikum, so wie ihr das heute sagt, nicht zu diesen Passivlingen gehört, sondern aktiv ist, geistig rege. Mit Ausnahmen natürlich. Und diese Ausnahmen möchten wir jetzt herausfiltern. Und wie macht man das als Musikkabarett? Durch ein sogenanntes Mitmachlied! Ja. Wo sind die Hände? Schunkel! Shaking Knopfen! Nein, wir sind ein Kabarett, da geht es hochintellektuell zu. Gell? Wir machen jetzt Österreichs erstes hochintellektuelles Mitmachlied. Der Glocki ist der Vormacher. Ja, ich mache das vor, ich mache zuerst noch bitte. Und wer es nicht mitmacht, den hole ich auf die Bühne. Ja. Nein, alle haben den Platz, aber. Aber die Zähne herum sind lachen, die haben dann auch schon fest. Also fest mitmachen und den Geist anstrengen. Das ist jetzt ein sehr schweres Mitmachlied. Ja, hochintellektuelles Lied. Ja, schön hersitzen. Auch aufpassen. Glocki, genau aufpassen, was der Glocki singt. Ja. Okay? Wir haben einen wunderbaren Körper. Der eine groß, der andere etwas klein. Und Körperteile länger oder kürzer. Und Rundungen von null bis sehr gemein. Damit kann man so schöne Sachen machen. Und dazu geben wir jetzt alle Schof. Und wer nicht mitmacht bei den schönen Sachen, riskiert, dass alle sagen, die sind doof. Also, Wampe nach innen, Wampe nach außen. Wer XXL hat, muss die Buden gleich heraus. Und dann den Popo wie einen Höcker. Und dann die Zunge raus, den ganzen langen Stecker. Fingerchen spreizen, acht Stück herunter. Die Mittelfinger bleiben stehen, frisch und munter. Und dann zurück in die eigene Achsel. Und dort im Achselschweiß die Finger schön einwachsen. Schicke Zacke, schicke Zacke! Hey, hey, hey! Oh Gott. Das hat sich der Schwierig von Wir haben auch so wunderschöne Muskeln. Der eine schlaft, der andere so schön prall. Damit kann man so schöne Sachen machen. Macht mit, ihr werdet sehen, das ist der Knall. Also, Brustmuskeln sinken, Brustmuskeln heben. Und dann schön wackeln, dass die Dinger nur so beben. Die Hände fäusten. Die Bizeps spannen, die Ellenbogen volle auf die Seite rammen. Die Hände öffnen, die Zähne fletschen. Und extra schauen können und links und rechts ein Tätschen. Reiß aus den Nachbarn, ein Schippelhoher. Und der Schippel steckt sich dann ins Ohr. Also,
Und jetzt noch einmal alles zusammen. Von diesen Blitzern der Veranstalter und Rammen. Die meisten sind jetzt in Sitzschulen. Deshalb gehen wir jetzt die Rettung holen.